So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe wie immer den Dom dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Meervolk gegen UB Shadow. Ja, endlich mal Fische auf dem Kanal. Absolute Tierlisten. UB Shadow weiß ich noch nicht. Shadow ja hin und wieder mal vorne mitspielt. Aber Meervolk halt eher weniger. Wir haben auf der einen Seite mit UB Shadow eine Version, die, glaube ich, mit Hymne Turak spielt und Reanimate und Grief. Ja, Grief und Reanimate ist ja mittlerweile gang und gäbe in dem Deck. Ja. Und das halt auch schon echt, also die Shell ist echt geil. Ja, ist auch strong. Wollte ich vergessen, eine Karte zu ziehen? Ich weiß es nicht. Nee, sie. Nee. Auf der anderen Seite Mono... Meervolk. Gut, Meervolk ohne... Glitch. Das spielen die ohne Mutavolt mit Ports dann oder was? Das, nö, auch nicht. Du hast halt Wastelands, du hast Caverns und ja. Okay. Du hast halt eine Menge Inseln. Du brauchst halt die Inseln mehr, damit du mit deinen Spells, wie zum Beispiel Daze und so weiter, besser hittest. Mm, stimmt, ja. Und wenn du da halt dann mit was anderem als Ding rumläufst, ist halt doof. Yep. Okay. Double Shock. Huh. Hymne Turak wird gedazed. Uff. Boah, das ist halt auch schon... Ja. Aber Meervolk ist halt auch so ein Deck, das kann man... Ja, da ist der Rishadenport. Ach ja, stimmt, die Dockhand. Ja, Rishadenport of Creature, da kommt Wasteland. Ein Shadow Jack. Oh, ich glaube, Shadow hat da auch ein Land, schade. Ansonsten wäre es halt wirklich fies abgetappt, ja. Das macht Spaß. Ja, dann der Brainstorm drauf gespielt. Doch, Brainstorm drauf gespielt. Das ist ein Reanimate, das ist ein Force of Wilson, halt auch nicht so geil, oder? Nee, vor allem, wenn der Port in der Dings liegt. Ja, ich finde aber Meervolk ein interessantes Deck, weil wenn ich mich jetzt gerade erinnere, sind da, glaube ich, keine Reserved-List-Karten drin. Nee, ist keine Reserved-List-Karte drin. Im Sideboard spielt man manchmal Nilrod. Ja. Was eine Reserved-List-Karte ist. Es sind keine Duels drin, es sind keine Dinglands drin. Coven of Souls ist halt relativ teuer. Es ist ein lustiges Einsteigerdeck, von dem du aber genau ähnlich wie Burn oder so leider nicht in so viele Richtungen kommst. Boah, ich muss jetzt auch mal überlegen. Du kommst halt maximal auf andere Tribal-Decks und das auch nicht gut. Ja. Etherwild-Decks, also DNT, was auch irgendwie ein Tribal-Deck ist. Ja, du hast halt Etherviole oder halt Etherviolen-Decks oder Tribal-Decks, das war's. Oder am besten beides. Wow. Aber ansonsten ist es schwierig, also Goblins, Sliver und so ein Kram. Aber halt nicht richtig. Da ist ein Meervolk Trickster. Auch spannend. Das ist einer der neuen Lords. Der gibt +1/+1 und man kann einen Meervolk opfern, um einen Nicht-Kreaturen-Zauber-Spell ein Mana teurer zu machen. Ach ja, der Dings, ja. Der war doch mal so diskutiert, ob der broken ist oder nicht. Yes, der Lord. Ist halt ein Lord. Lord-Effekte sind immer gut. Und jetzt hat man halt einen guten Lord statt einen Dreimanner-Lord. Schon nicht schlecht. Und geportet. Ja, das ist rum. Das war so ein Start, ey, da machst du gar nichts. Vor allen Dingen mit der verkackten, also mit der Hymne, die nicht geklappt hat, war halt auch schon wieder so. Ja, das tut meistens ziemlich weh. Weil gegen Meervolk brauchst du am besten. Engine Explosives kommen rein. Am besten Discard und Removal. Ja. Ich glaube, bei Meervolk kommen einfach nur vier Chalice of the Void rein. Das ist vielleicht eine Idee. Noch die Raven Form. Stimmt, die können die ja spielen. Yes, einfach nur als Removal für Artefakte und Verzauberungen. Und Shadow wird wahrscheinlich Engineered Explosives und sowas spielen. Aber wird eigentlich eine ziemlich playable Hand gezeigt. Ja. Boah, ist auch nicht, weswegen da gemalt wird. Mhm. Ja. Ist die Frage, ob Mehrverkehr auch gemalt hat. Die wartet auf jeden Fall noch. Okay, wird einfach noch gewartet, bis da ist ein Lord. Ja, zwei Länder Lord Keep. Ja, so in der Art. Und da ist ein Murky, ein Snuffout, ein Force. Das sieht ziemlich gut aus. Was ist denn das White Border? Ist das auch ein Lord? Oh, auch noch ein Mulligan von Meervolk. Ja, der White Border ist auch ein Lord. Ah, ich dachte jetzt gerade erst, das wäre irgendwie ein Blast oder so. Nee, ist der Lord of Atlantis, der halt bockteuer ist in allen anderen Versionen. Ja, ich glaube, in Old Border gibt es den, glaube ich, echt nur aus Beta. In Black Border, Old Border, glaube ich, ja. Und New Border gibt es den halt auch nicht wirklich. Boah, da muss ich gerade echt überlegen. Der ist nach 8. Edition hat er aufgehört. Ich wollte gerade sagen, 8. Edition. Und es gibt halt Judge Rewards und Secret Layers.
glaube ich. Das stimmt, der war im Sieg Flair. Ja, richtig Bock drauf, nicht. Da wird die Edda-Fiole gedazed nach einem Ponder. Edda-Fiole dazed ist schon gut. Die Carven ist halt schlecht, weil jetzt ist die Chalice theoretisch eine Option. Ja, das stimmt, das stimmt. Earth Hedgehog Go, spannend. Macht man eher selten. Hat man ein Removal auf der Hand? Da kommt ein Mana Dude. Snuff out. Noch 13. Schon stark, dass man hier so vom Leben runtergeht. Slug muss noch tappen. Das ist okay. Da ist ein Shadow noch auf der Hand. Unten. Murky. Das könnte ein 5-5 Murky werden, oder nicht? Ja. Mit dem Fetchland, 5-5 Murky. Ne, sogar 6-6. Ponder, da war das Days und dann das Snuff Out. Stimmt. Der hätte sogar einen 6-6 Murky legen können. Jetzt wird es ein 3-3 Shadow. Ja, ist auch nicht so verkehrt tatsächlich. Das Shadow-Ding, da kommt ein Judge Call. Deswegen spielt man als Judge auf der Kamera selten. Man sollte nicht so viel auf Kamera spielen. Und dann ist man dran. Ja, da passiert halt bei Mehrfolk jetzt gerade. Ja, man hat Karte gezogen und hat kein Land gezogen. Also sind haufenweise zwei Mana-Dudes auf der Hand, aber keine Länder. Und eine Chalice und keine Länder. Ja, die Chalice wäre halt gut gewesen. Ja. So. Hier hat man 5 Damage, 5 Ding, dann kommt der Murky für 6-6. Ja, und da wird einfach conceded. Ja, da kannst du halt ohne mehr viel machen, ne? Nee, nicht wirklich. Jetzt natürlich die Frage, wird da irgendwas gesiped oder wird eine Karte rausgenommen? Ja gut, die Days könnte man jetzt halt wieder reinnehmen, die Force kann man rausnehmen wieder. Und tatsächlich sah es so aus, als ob Ubi Shadow die Days rausgenommen hat und wahrscheinlich die Force reingenommen hat. Kann gut sein, ja. Ja, dann würde ich jetzt mal ausgehen. Das ist wieder eine Carven, 3-mal Carven, das ist stark. Governor Souls und Dockhand. Guter 1-Mana-Drop. Boah, der ist halt eigentlich auch strong. Ne? Ja. Ein Push ist da auch und Engine Explorer. Wasteland. Oh. Ja, gut, man hat letzte Runde gemerkt, Mehrfach kann halt auch mal mit Ländern strugglen. Ja, da ist eine Insel. Hat man einen Mana-Spell? Jo. Oh, jo. Das ist der Kicker-Dude, der eine Insel, ein Land zu einer Insel macht. Und wenn der Gegner eine Insel kontrolliert, kriegt er einfach plus 1-1, was schon sehr gut ist. Ja, vor allen Dingen jetzt gegen Shadow, ne? Ja. Da kriegt er einen Hit. Ja, Fett Schock. Aber was holt man damit? Man hat ja immer noch den Push auf der Hand. Der wirklich nicht verkehrt ist. Ja, ne, das konnte man machen, definitiv. Aber wenn, dann nimmt man noch den Tapper, oder? Ja klar, ich würde wenn dann eine Dockhand nehmen. Du willst ja Leben verlieren. Und der stört dich eigentlich nur. Ja. Naja, und du willst einfach free spielen können. Push, Engine Explosive, Murktide, Force, Brainstorm. Brainstorm geht natürlich auch, aber Brainstorm macht nicht so viel ohne Fetchland. Ja, aber Fetchland hat er auf der Hand, aber dann zieht er halt noch eine Karte, ne? Aus dem Brainstorm. Ja, da würde ich einfach wahrscheinlich Go sagen, gucken, was der Gegner macht. Jo, ich sehe da jetzt aber tatsächlich keinen Push. Ah, doch, da, ganz. Kleiner Push. Da damit hätte Push. Ich gerade. Der dann sogar. Auf die sogar. Da hätte ich gar spannend. Nicht. Drauf. Da hätte ich einen anderen genommen. Chalice auf 1. Ist halt so. Ja, es ist nicht das so relevant, wenn da eine Engine Explosive da ist. Ja, das weiß mir Volk aber nicht. Und Chalice auf 1 ist halt für Shadow meistens echt unbeatable, wenn du es nicht wegkriegst. Boah, da hätte ich wahrscheinlich einen Murky reingeschmissen. Force. Und dann Ding für einen. Ja, okay, aber der Murktide ist die einzige gute Kreatur, die du jetzt hast. Ja, das stimmt auch wieder. Den hätte ich da im Leben nicht reingeschmissen. Ja, ist halt ein großer Dude, der jetzt gleich kommt. So groß ist der, glaube ich, gar nicht. Und zwei, der ist 5-5. Also geht größer. Ja, das Wasteland macht nicht viel. Man kann halt Engineered Explosives spielen. Jupp. Ja, für 0. Kann dann Go sagen. Am Ende des Zuges vom Gegner macht man einfach Schnickedi-Schnack. Jetzt muss man aber auch mit dem Leben aushalten, ne? Ich meine, man kann jetzt auch theoretisch schon Schnickedi-Schnack machen. Was einfach daran liegt, dass man irgendwas wie ein Bouncer oder sowas oder ein Stifle oder sowas raushauen will. Da ist der Dude, der Stifle frisst er eh nicht. Ja,
Stück. Und da ist ein Lord. Und da zieht man eine Karte. Okay, dann gibt man für einen Hauen. Ah, Shadow Range ist schon fast da. Noch ein Schock. Wollen wir jetzt halt Fetchock, dann Ex knacken. Crack. Ja. Geht auf. Er hat noch 10. Zwei Lords auf der Hand. Boah, zwei Lords ist halt, vor allen Dingen, die kriegen gleich unblockbar, das ist halt böse. Genau, die kriegen halt Island Walk. Island Walk muss man halt am Schirm haben, das ist wirklich strong. Und die EI hättest du halt, boah, hättest du auch einfach auf zwei spielen können, wenn die dich jetzt eh kaum behindert. Ja, es sah aber schon so aus, als ob du zumindest den Ponder und so weiter noch haben willst auf dein... Oh, Misstep. Was? Mental Misstep, okay. Ja, aber warum? Ist nicht so krass. Dann legt man jetzt ein 4-4 Murky? Ja, 4-4 Murky. Yep. Hm. Ja, Mental Misstep ist jetzt 5-5. Ja. Mental Misstep? Verstehe ich jetzt auch nicht. Meiner Misstep. Ja. Der meine. Ein kleiner Misstep. Fehler. Genau, kleiner Fehler. Weil eigentlich ist alles Lord. Unkonterbar. Bit für 5. Jo, das ist jetzt halt nächste Runde den Lord loskriegen. Ich glaube, hier wird gerade Island Walk realisiert. Ja, ne? Ja. Das ist halt, mach dich nächste Runde tot. Ja. Ziemlich safe. Fortsies. Man kann halt jetzt pondern und kann ein Removal finden. Dann aber da sind noch zwei weitere Lords auf der Hand. Also, ja, also da muss man ganz viel Removal finden. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nach Loose aus für Ding. Nee, das ist ein Ponder, das ist eine Hymn, das ist ein Brainstorm. Den muss man Shuffle drawen. Oh, ja. Und selbst dann hat man verloren, wenn man nicht drankommt. Das ist ein 2-1 für mehr Erfolg. Da sehe ich keine Möglichkeit, wie der Spieler da rauskommt, der Chefspieler. Schwierig. Verdammt schwierig. Ich wüsste nicht, wie. Ich wüsste wirklich nicht, wie man da rauskommen soll. Ich glaube, das Problem ist halt auch, er kannte das, glaube ich, nicht, das Matchup. Nö. Und niemand kennt das Matchup gegen mehr Erfolg. Und hat den Lord in der ersten Runde nicht gesehen. Das stimmt. Erste und zweite Runde war kein Lord. Da war nur dieser neue Lord, den man opfern muss. Und zweite Runde war ja gar nichts. Ja. Auf der anderen Seite hier, um Chalice rumzuspielen, wirklich ein Removal für Chalice drin zu haben, so war das schon sneaky, dass man daran denkt. Finde ich schon ganz gut. Auf der anderen Seite schon ist die EI halt auch gut gegen sämtliche One und gegen sämtliche Mehrfox, weil die halt fast alle auf zwei liegen, ja. 2 und 1 skalieren, also. Ja, 1 sind 7, 3 sind 4 und der Rest sind halt 2 Mana-Dots. Das ist schon ziemlich krass. Aber es ist schon, also da muss man sagen, wenn jetzt ein Push kommt, ist hier trotzdem los. Also das muss man ja auch was sehen, ne? Ja, das weiß er aber halt nicht. Das sieht ja nur gewesen. Ja, da ist 2-1, mehr Erfolg. Ja, krass, schönes Match. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne positiv werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alex. Ciao.